Ich habe ein Wort mitgebracht, das brennt in mir, und über eine Person zu predigen, und ich glaube, dass diese Predigt einfach dir dienen wird. Es ist die Rahab, von der du schon in der Sonntagsschule vielleicht gehört hast. Rahab, wenn du das Buch Josua liest, dann weißt du und kennst ihre Geschichte. So, Rahab lehrt uns Lektionen über die unbegrenzten Möglichkeiten des Glaubens. Und ich sehne mich danach, dass der Herr uns gemeinsam in der Gemeinde und genauso auch in den Gemeinden in Deutschland auf ein neues Glaubenslevel bringt. Du auch? So, Rahab war in einer Sackgasse. Wir können nachlesen, sie lebte in Jericho, war Prostituierte. Sie hatte keine Zukunft, ganz einfach deswegen, weil es für Jericho nicht gut aussah. So, Josua und das Volk Israel, sie planten, Jericho einzunehmen. Jericho war umgeben von dicken Mauern, die eigentlich uneinnehmbar waren. Aber sie hörten von Josua und dem Volk Israel. Und Rahab war wie in einer inneren Sackgasse. Sie war gefangen, sie war gesellschaftlich geächtet. Sie war voller Schuld, voller Sünde. Aber sie hatte etwas, und da können wir von ihr lernen. Sie hatte eine tiefe Liebe für ihre Familie, eine tiefe Liebe für das ganze Haus. Sie lebte in Jericho, und Jericho war die Stadt der Kanaanäer. Und Jericho war die erste Stadt, die durch das Volk Israel eingenommen werden sollte. Und wir kennen die Geschichte, ich fasse sie nur sehr schnell zusammen. Josua sendet 2 Spione nach Jericho, du kannst es nachlesen, Josua 2, 1 bis 7. Und diese Spione werden aus irgendeinem Grund entdeckt, und es gelingt ihnen, dass sie sich in dem Haus Rahabs verstecken. Und wir wissen, dass das Haus Rahabs war kein Ibis-Hotel oder eine Herberge, sondern es war ein Bordell. Und sie verkriechen dort sich und verstecken sich. Der König von Jericho erfährt es, sendet 2 Soldaten. Sie sagen, gib die Männer heraus. Und Rahab, so lesen wir weiter, riskiert ihr Leben, versteckt die beiden Spione zwischen Leinentüchern im Dach und erfindet eine Geschichte, lenkt die Soldaten ab und sagt, jagt ihnen schnell nach, bevor die Tore der Stadt sich verschließen. Und dann kannst du nachlesen, die Verfolger aber jagten ihnen nach und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren. So, ich möchte mal einige Verse lesen, und zwar aus Josua 2, 8 und 9 und Josua 11 und 13. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden, oder manchen Übersetzungen steht auch, sind wie Wasser geworden. Und dann Vers 11 und bis 13. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwester und alles, was sie haben, und uns vom Tod errettet. Also Rahab brachte Rettung für die ganze Familie. Alle, die zu ihr gehörten, wurden durch ihren Glauben gerettet. So, Rahab steht dafür, dass wir von ihr biblischen Glauben lernen können. Und dazu gehören zuerst mal 3 Aspekte. Der erste Aspekt des Glaubens ist, sie glaubte, dass Gott Israel das Land geben wird. Sie hörte die Geschichten und sie wusste und sie glaubte, Gott hat Israel das Land gegeben. Der zweite Aspekt des Glaubens war, dass sie das nicht nur hörte, sondern sie handelte gemäß ihres Glaubens. Sie riskierte ihr Leben, um das Leben der Spione zu retten. Das heißt, sie tat etwas. Zuerst war der Glaube, das zweite Prinzip war das Handeln, und dann kennen wir die Geschichte von dem roten Seil, das sie dann an das Fenster band. Ich werde gleich darüber noch was sagen. Das ist das Bekenntnis.
Das heißt also, diese drei Prinzipien des Glaubens liegen der Geschichte von Rahab zugrunde. Rahab ist ein Vorbild des Glaubens. Ich wiederhole nochmal zu Beginn, damit wir das verstehen. Es ist also, erstens hört sie und schenkt dem gehörten Glauben, und zwar, dass Gott Israel das Land geben wird. Sie handelt dann gemäß des Glaubens. Und das dritte ist, sie bekennt ihren Glauben. Diese drei Dinge gehören zu einem biblischen Glauben zusammen. Manche lösen das heraus und hören nur und sie handeln nicht danach. Da wird nichts passieren. Andere handeln einfach nur, ohne zu hören, was Gott sagt. Auch dort wird nichts passieren. Und andere handeln, ohne ihren Glauben auszusprechen und zu bekennen. Und auch dann kann Gott Dinge nicht tun. Das heißt, diese drei Dinge konnten ihre Familie retten. Und Rahab wird deswegen im Neuen Testament ein Vorbild des Glaubens genannt, Hebräer 11, 31. Sie wird ja immer wieder im Neuen Testament dann genannt, Hebräer 11, 31. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter im Frieden aufgenommen hatte. Also sie gehörte zu der Ahnengalerie des Glaubens in Hebräer 11. Sie, die ehemalige Prostituierte, sie, die keine Chance hatte, sie, die in eine Sackgasse geraten war, sie, die keine Zukunft hatte eigentlich, sie kam in diese Ahnengalerie der Vorbilder des Glaubens. Und die Frage ist, wie ist sie dorthin gekommen? Jakobus 2, Vers 25. Desgleichen die Hure Rahab ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einen anderen Weg hinauslief. Und hier sehen wir ebenso, sie ist ein Beispiel für einen Glauben, der funktioniert. Und das ist ja immer so der Unterschied. Glauben ist eben nicht nur das Fürwahrhalten und dass ich innerlich glaube, ja, Jesus lebt, er ist auferstanden, sondern Glaube hat immer Resultate. Glaube bringt Früchte hervor. Glauben verändert etwas in mir und verändert etwas in meiner Umgebung. Glauben verändert nicht nur Atmosphäre, sondern Glaube verändert Menschen und zerbricht Mauern und Bastionen. Und so sehen wir, war Rahab. So, sie schreibt eine Lektion über den Glauben. Und irgendwie war es verbunden auch mit einem Herzen, das eben, wo Glaube und Liebe miteinander verbunden waren. So, sie stand nicht nur für sich alleine und sie wollte sich nicht nur alleine retten, sondern sie sah vor ihrem inneren Auge, ich weiß nicht, wie ihre Familiensituation war, aber sie sah ihre Eltern, sie sah Kinder, sie sah die größere Familie, Onkel, Tanten, die riesengroße Familie um sich herum. Und da war ein Herz, das danach verlangte, dass diese Familie gerettet wird. Sie sah die Generationen, die aus ihrer Familie herauskamen. Und sie sah, dass eben diese Generationen eben unter einem Fluch oder unter einem Segen stehen könnten. Und ihr Herz schlug danach, dass sie sagte, ich möchte, dass Generationen gerettet werden, dass Fluch und Segen verändert wird. Und wie wir sehen können, in der Ahnengalerie Rahabs ist ihr das gelungen. So wollen wir uns also zwei Verse nochmal anschauen und uns einige Punkte noch mal näher betrachten. Josua 2, Vers 12 und 13. Ich möchte das noch mal lesen. So schwört mir nun bei dem Herrn, dass weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, ihr auch an meines Vaters Haus Barmherzigkeit tut. Und gebt mir ein gewisses Zeichen, dass ihr leben lasst, mein Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwester und alles, was sie haben, und errettet unsere Seelen vom Tod. Josua 2, Vers 17. Die Männer aber sprachen zu ihr, wir wollen den Eid einlösen, den du von uns genommen hast. Wenn wir ins Land kommen sollen, dass du dies rote Seil an das Fenster knüpfst, durch das du uns herabgelassen hast, und zu dir ins Haus deinen Vater, deine Mutter und deine Brüder und des Vaters ganzen Haus hereinlässt. Interessant, zwei Punkte. Also wir wollen drei Lektionen lernen, die Rahab und ihre Familie gerettet hat und die dein Leben verändern kann. Schau mal, zuallererst mal, wenn wir unsere Familien anschauen, da ist das Einzige, was zwischen einer Macht der Zerstörung stehen kann und
dem Segen, zwischen Fluch und Segen, das Einzige, was dazwischen steht, ist die Kraft Jesu. Wir leben in einer Zeit, in der Familien wie selbstverständlich auseinandergehen. Wir leben in einer Zeit, in der Patchwork-Familien eigentlich nur ein Synonym ist für gescheiterte Beziehungen. Wir leben in einer Zeit, in der die Eltern sich von Kindern abwenden und Kinder sich von Eltern abwenden. Zerstörte Beziehung. Das Einzige, was in einer Familie und auch in einer christlichen Familie die Macht der Zerstörung abhalten kann, ist die Kraft Jesu. Und das war dieses einfache rote Seil. Dieses Seil, das war festgebunden am Fenster. Und dieses rote Seil, festgebunden am Fenster, steht für das Blut Jesu. Das war das Einzige, was Zerstörung aufhalten konnte bei Rahab. Dieses Seil, das sie dort festknüpfte, das war das Einzige, was das Gericht aufhalten konnte. Das war das Einzige, was die Feindschaft aufhalten konnte. Dieses rote Seil, das war der Unterschied zwischen Heilung, Rettung und Glauben und Zerstörung und Gericht. Lieben, manchmal denken wir, dass wir so sein müssen, dass wir unseren Kopf einziehen und überall Bedrohung um uns herum ist. Manche Menschen leben so. Bedrohung durch säkulare Anschauung, Bedrohung durch dämonische Angriffe, Bedrohung durch Dinge, die wir sehen, Bedrohung von außen hin und rechts, Bedrohung durch Katastrophen, Bedrohung durch Wirtschaftsereignisse, Bedrohung in der Schule, Bedrohung an der Universität. Und viele laufen herum und haben innerlich ihren Kopf eingezogen. Aber ihr Lieben, die größte Bedrohung ist nicht das, was außerhalb des Hauses ist. Die größte Bedrohung ist, was in deinem Haus passiert. Der größte Kampf um unser geistliches Erbe, um das, was Gott uns geben möchte, der findet nicht draußen statt irgendwo, sondern in den Häusern. Bei dir zu Hause in deinem Wohnzimmer. Bei dir zu Hause in deinem Schlafzimmer. In deinen Gesprächen zwischen Mann und Frau und den Kindern. In dem, was du siehst oder was du nicht siehst. Die größte Bedrohung ist nicht von außen, sondern ist das, was in den Häusern da ist. Es ist interessant, wenn Charlotte und ich unterwegs sind und wir erzählen, dass wir 35 Jahre, ich hoffe, es stimmt, verheiratet sind. Ha? 36 inzwischen. Ich liebe das, wenn Charlotte über die richtigen Zahlen hat. Das hilft der ganzen Gemeinde. Und wir erzählen, dass wir glücklich verheiratet sind. Wir erzählen, dass wir eine glückliche Familie haben. Wir erzählen, dass wir gesegnet sind. Wir erzählen, viele Jahre und Jahre zusammen sind. Da gucken uns manche an, so als ob wir irgendwie so Missbildung hätten oder irgendwie sowas. Wir sagen, das gibt's doch gar nicht. Viele glauben gar nicht mehr, dass es ein geistliches Erbe gibt für ihre Familie. Viele glauben gar nicht daran, dass Kinder, Familie, Eltern, Mann, Frau gerettet werden. Und oft leben wir so, dass wir die Dinge, die außerhalb sind, verantwortlich machen für das, was eigentlich in unserem Haus ist. Aber du entscheidest selbst, wie du in deinem Haus lebst. Ich entscheide, wie ich in meinem Haus lebe. Wir entscheiden, wie wir in unserer Wohnung leben. Ihr Lieben, das ist ganz wichtig. Und das ist die Geschichte von Rahab. Wenn wir uns nochmal Rahabs Haus anschauen, ihr Haus war direkt an dieser Wand, an dieser dicken Mauer angebaut. Und wir lesen, wie sie das Fenster öffnet, wie sie die Spione herunterlassen möchte, wie sie das Seil an das Fenster knüpft. Und bevor die Spione sich herunterlassen, da sagt sie noch eine Sache. Sie sagt, ich habe eine Bitte an euch. Ich habe euch geholfen, ich habe eine Bitte. Und weißt du, sie hätte um alles bitten können. Sie hätte um Geld bitten können. Weil das Volk Israel, sie hatten die Schätze Ägyptens bei sich. Sie hatten genügend Gold und Silber. Sie hätte um Gold und Silber bitten können.
Sie hätte um ein Stück Land bitten können. Wenn sie Schwäbin gewesen wäre, hätte sie es sicherlich getan. Sie hätte um eine Immobilie bitten können. Aber sie wollte nur eine einzige Sache. Sie sagte, bevor ihr geht, ich möchte, dass meine Familie gerettet wird. Lieber als Geld. Ich möchte es lieber als Immobilien. Lieber als ein Stück Land vom Verheißenen. Ich möchte es lieber als Erfolg. Lieber als Ansehen. Mehr als alles, was mir die Welt anbieten kann. Ich möchte, dass meine Familie gerettet wird. Vater, Mutter, Kinder, Onkel, Tante. Ich möchte, dass sie gerettet werden. Etwas in ihr brannte. Etwas war in ihr. Sagte, ich möchte das. Und die Spione, die nahmen dieses rote Seil und sie hängten es aus dem Fenster und sie sagten, binde es da dran. Binde es da dran. Und wenn du dieses Seil an das Fenster bindest und du lässt es dort hängen, dann tu einen zweiten Schritt, weil das zweite ist, bring deine Familie in dein Haus. Bring sie aus ganz Jericho, wo sie sind, bring sie in deine Wohnung, bring sie dorthin, wohin du lebst. Und wenn du das tust, da wird jeder von deiner Familie, die du in das Haus gebracht hast, gerettet werden. Alle von ihnen werden gerettet werden. Sag das mal, sprich das mal aus. Alle von ihnen werden gerettet werden. Sag das zu deinen Nachbarn mal. Alle von ihnen werden gerettet werden. Alle Kinder, alle Enkel. Alle Eltern, alle Generationen. Wie kann das sein? Jetzt kommt die Lektion. Erste Lektion. Die erste Lektion ist ganz einfach. Deine Familie kann gerettet werden. Meine Familie, unsere Familie, deine Familie kann gerettet werden. Ganz gleich, was dein Hintergrund ist. Das ist die erste. Soll ich das nochmal laut sagen und kann ich dann nochmal euer Amen hören? Deine Familie kann gerettet werden, ganz gleich, was dein Hintergrund ist. Amen. Rahab war eine Hure. Sie war in einer Sackgasse, ich habe es schon gesagt. Sie leitete ein Bordell, sie war Prostituierte. Und Gott sagte nicht zu ihr, tut mir leid, Rahab. Das ist mir zu übel, so wie du lebst. Du hast so eine üble Vergangenheit. Ich suche mir einfach jemand anderen aus. Jemand mit einem hübschen Beruf. Hat der Herr das gemacht? Nein. Er hat gesagt, es gibt. Er hat gesagt, du bist erwählt. Ich werde dich nehmen. Und er sagte zu ihr, nein. Ich werde dich berufen. Ich weiß, was du an Sünde herumschleppst. Ich kenne deine Vergangenheit. Aber schau mal, wenn du an diesem roten Seil festhältst, dass das Blut Jesu präsentiert, das ist ganz gleich, was dein Hintergrund ist, ganz gleich, was deine Vergangenheit ist, dann werde ich dich und deine Familie retten. Dein Hintergrund ist nicht relevant für mich. Schau mal, ich predige das deswegen, weil einige von uns so stark in ihrer Vergangenheit gebunden sind, dass sie das Blut Jesu unwirksam machen. Wenn wir mit dem Marsch des Lebens unterwegs sind und wenn wir über die Decke des Schweigens sprechen und Dinge aufbrechen, dann geht es ja darum, dass wir Schuld der Vergangenheit zum Blut Jesu bringen. Und ihr kennt dieses Wort von Rainer Bonke, das ich überall predige, nur das, was wir aufdecken, kann das Blut Jesu zudecken. Und viele Menschen sind so in ihrer Schuld gebunden, so in ihrer Vergangenheit, so in ihrem Denken, so in ihrem Vorfahrendenken. Sie denken, ich werde dann doch ernten, was ich gesät habe. Sie denken, meine Kinder werden das genauso und meine Kindeskinder. Und es wird weitergehen, aber das Wort Gottes sagt zuallererst mal, das Blut Jesu hat dich zu einer neuen Kreatur gemacht. Ja?
Du bist eine neue Kreatur durch das Blut des Lammes. Sag mal zu deinen Nachbarn, du bist eine neue Kreatur durch das Blut des Lammes. Und deswegen ist es der Plan Gottes, dass unsere Familien gerettet werden. Und ihr Lieben, während ich das predige, sehe ich meinem Geist große Blasen des Unglaubens hier. Da sind die Väter und die Mütter, die von Jesus weggerannt sind. Da sind die Kinder, die weggerannt sind von Jesus. Da sind die Verwandten und Familien, die innerlich sich verschlossen haben gegenüber dem Wort Gottes. Da sind die Familien, die innerlich sich dicht gemacht haben und innerlich hast du dich arrangiert damit und hast gedacht, naja, ich gehe meinen Weg und ich werde mich nicht mehr damit befassen. Aber das Wort Gottes sagt etwas völlig anderes. Es sagt, glaube an den Herrn und dann wirst du und dein Haus gerettet werden. Gott hat eine Perspektive für deine Familie. Gott hat einen Plan für dein Leben. Ihr Lieben, in einem Jahr werden hier in diesem Gottesdienst Familienmitglieder sitzen, die sich dramatisch und übernatürlich bekehrt haben, die durchgebrochen sind durch das Blut des Lammes, die Buße getan haben und zu Jüngern Jesu geworden sind. Das Blut Jesu macht dich zu einer neuen Kreatur. Das Blut Jesu ist keine Dauerschleife, wo ich immer wieder mein altes Leben aufrühre und aufhöre, sondern es gibt einen Punkt, an dem du eine neue Kreatur bist. Das Alte ist vergangen, siehe es, alles ist neu geworden. Und das wusste Rahab. Und sie schrie zu dem Herrn. Und dieser Schrei Rahabs, das soll auch der Schrei unseres Herzens sein. Egal wie deine Vergangenheit war, egal ob dein Vater Alkoholiker war, egal ob dein Vater, deine Mutter dich missbraucht hat, egal aus welcher Nation du kommst, egal wie finster die Vergangenheit war, das Blut Jesu ist mächtig genug, dich reinzumachen, freizumachen, dass du ein neues Leben hast in ihm. Ich habe was Interessantes über die Bundeslade gelernt. Wir wissen ja, wie die Bundeslade aussieht. Wir haben öfters schon Predigten darüber gehört. Und diese Bundeslade, das war eben dieser Holzkasten. Und in diesem Holzkasten, da lagen drei unterschiedliche Gegenstände drin. Das eine, das war eben dieser erwachende Zweig. Das zweite, das waren die Steinplatten von den 10 Geboten von Mose. Und das dritte, das war das Manna. Und irgendwie waren sie verborgen in dieser Bundeslade. Niemand konnte es sehen. Und dieser Kasten, der war bedeckt mit einem Deckel. Und dieser Deckel, der hieß der Gnadenthron, das wisst ihr. Und dieser Gnadenthron, der wurde 7-mal täglich, wurde er mit Blut übergossen, das Zeichen. Und diese Lade war ein Zeugnis des Glaubens und nur einmal durfte der Priester in das Allerheiligste und er vertrat das Volk vor Gott. Niemand konnte diese drei Elemente sehen. Und die Frage ist, warum waren sie eigentlich in der Bundeslade verborgen? Warum waren sie dabei? Waren sie so heilig oder was war es? Und ich möchte dir einen Teil der Antwort geben. Sicherlich ist das nicht die gesamte Antwort. Aber ich habe etwas verstanden dadurch. Weißt du, alle drei Elemente waren verbunden mit dem größten Versagen Israels. Alle drei Elemente, die waren verbunden mit dem größten Versagen Israels. Zuerst waren die Steinplatten, die mit der Hand Gottes beschrieben worden sind, wo die 10 Gebote draufgeschrieben wurden. Und wir wissen, wie Mose nach 40 Tagen herunterkam von dem Berg Horeb. Und wir wissen, wie parallel dazu das Volk Israel einfach anfing, Götzen anzubeten und das goldene Kalb und den goldenen Stier aufstellte und wie sie ihn anbetete und wie sie um ihn herum tanzte. War das größte Versagen des Volkes Israel. Und Mose kam mit diesen beiden Steinplatten und er zerbrach sie, weil er so zornig war und weil der Zorn Gottes auf dem Volk war. Und dann ging er wieder zurück, eine lange Geschichte kurz zu machen. Und Gott gab ihm neu diese Platten. Und diese beiden Steinplatten mit den 10 Geboten, die lagen dann in dieser Bundeslade. Verbunden mit dem größten Versagen. Das zweite genauso mit dem erwachenden Zweig. Da ging es, dass die Rotte Korah stand auf gegen Mose und die Leiterschaften rebellierten gegen sie. Und da ging es darum, wer die Leitung haben würde. Dann wurden diese Stäbe
geschnitten und aus einem Zweig, da sollte etwas herauswachsen, sollte erwachen. Und das war das Zeichen der Leitung. Und gleichzeitig wurde das Volk gerichtet und 15.000 starben. Großes Versagen. Das dritte war, dass das Volk Israel murrte gegen den lebendigen Gott. Sie waren nicht einverstanden mit dem, was sie zu essen hatten. Ihr Magen knurrte und sie moserten und murrten und sagten, Herr, dein Speiseplan ist nicht okay. Und dann gab der Herr ihnen das Manna. Interessant, gell? Alle drei Gegenstände, wir dachten, sie sind so heilig, sie strahlen irgendwie. Aber eigentlich, diese drei Gegenstände, die haben was zu tun mit dem größten Versagen Israels. Gott nahm diese Gegenstände und verbarg sie in seiner Lade und bedeckte sie mit dem Gnadenthron und jeden Tag neu mit seinem Blut. Und jeden Tag neu war das Kennzeichen, das Signal und das Zeichen Gottes bedeckt mit dem Blut Jesu, bedeckt mit dem Blut Jesu. Der Gnadenthron ist darüber. Und dann gab es einen Tag, an dem die Bundeslade von den Philistern entführt wurde. Und die Philister nahmen die Bundeslade, das kannst du nachlesen, 1. Samuel 6, Vers 19. Sie nahmen die Bundeslade und sie hoben den Deckel hoch vom Gnadenthron und sie versuchten, das Alte, die Vergangenheit herauszuholen und 50.000 Menschen starben. Gott richtete sie und Gott sagte, und ich glaube, dass er sagen will, hör zu, ja, arbeite deine Vergangenheit auf. Ja, bring die Schuld der Väter ans Licht. Ja, bring es und leg es nieder vom Kreuz. Aber wenn es bedeckt ist mit dem Blut des Lammes, hol es nie wieder heraus. Wenn ich es vergeben habe und meine Gnade bedeckt habe, dann ist es vergeben. Dann habe ich es mit meiner Gnade bedeckt. Und gleichzeitig lasse es niemals zu, dass jemand anders kommt und das, was der Herr vergeben hat, wo der Herr Gnade gegeben hat, dass ein anderer das immer wieder hochholt und immer wieder rausholt und immer wieder hochholt. Der Herr sagt, durch mein Blut und meine Gnade ist deine Vergangenheit bedeckt. Lass dir niemals erzählen, dass deine Vergangenheit so finster und so schwer und so schwierig ist, dass das Blut des Lammes nicht bedecken könnte und auslöschen könnte. Und dass der Herr dir nicht ein völlig neues Leben geben kann für dich und für deine Familie, für deine Kinder und Kindeskinder. Das ist eine zweite Lektion, die Rahab uns lehrt. Schau mal, die zweite Lektion ist, wenn deine Familie gerettet wird, und deine Familie gerettet werden soll, dann musst du auch etwas dazu tun. Weil die Spione sagen zu Rahab, nimm das Seil und binde es an das Fenster. Er sagt nicht, hol dem Priester, dass das Seil an das Fenster bindet, sondern du musst es selbst machen. Es gibt etwas, was du selbst machen musst bei dir zu Hause. Er sagt nicht, geh zu deinem Pastor, er geht nicht, geh zum Jugendpastor, sondern befestige du selbst das Band am Fenster. Er sagt, wenn du deine Familie gerettet sehen möchtest, wenn du deinen Vater, deine Mutter, wenn du deine Kinder gerettet sehen möchtest, wenn du sehen möchtest, dass deine Eltern gerettet sind, dann musst du selbst etwas tun. Dann musst du daran beteiligt sein. Du musst dieses Band nehmen und am Fenster festbinden. Ihr Lieben, wir sind die Meister oft darin, zu klagen und zu wehklagen. Wir sind oft die Meister darin, uns zu beschweren. Aber wie binde ich dieses Band fest? Weil schau mal, jedes Mal, wenn du betest, dann befestigst du das Band. Jedes Mal, wenn du den Namen ausrufst über deine Kinder, die Namen ausrufst über deine Eltern, die Namen ausrufst über deine Familie, die nicht gerettet sind, die weggelaufen sind von Gott oder dich zugemacht haben und dicht gemacht haben. Jedes Mal, wenn du den Namen ausrufst, befestigst du das Band. Und das tust du jeden Tag. Aber weißt du, ich glaube, dass Rahab jeden Tag dahin gegangen ist. Jedes Mal hat sie gecheckt, ist dieses Band fest. An jedem Tag, morgens und abends hat sie es gecheckt. Und so beten wir und betest du und bringst den Namen zum Herrn hin. Du rufst die Namen aus.
Oh, wir sind die Weltmeisterin, andere Dinge zu checken. Zu checken, ob unser Job stimmt. Zu checken, ob wir genügend Freizeit haben. Zu checken, dass unser Geschäft auch läuft. Zu checken, dass all die Dinge richtig gehen. Aber weißt du, woran dich Gott zuerst misst, ist, dass du dieses Band festbindest, dieses Gebet vom Herrn. Jeden Morgen, jeden Abend, das Blut Jesu verkündigt über den Kindern, das Blut Jesu über den Eltern, das Blut Jesu über deine Familie, das Blut Jesu. Jeden Morgen, jeden Abend, sie checkte dieses Band, sie machte es sicher, dass dieses Band festgebunden war. Und indem sie es tat, nagelte sie es fest in ihrem Geist. Weißt du, dass man im Geist etwas festbinden kann? Festnageln. Sagen, ja, du musst wiedergeboren werden. Ich nagel es fest, ja, das Buße geschieht bei dir. Ich nagel es fest über meine Eltern, Kinder, wer auch immer, der zurück. Ich rufe dich zurück in das Reich Gottes. Ich rufe dich, dass du dich zum ersten Mal bekehrst. Dass du zu Jesus kommst, ich nagel es fest, dass du wiedergeboren wirst. Oh, ich mache es fest, indem ich dieses Seil befestige. Dass keine falsche Lehre dich in irgendeiner Art und Weise fest und wegwehen kann. Kein Kompromiss in dein Leben hineinkommt. Kein weltliches Christsein. Oh, es gibt so viele, die denken, dass sie wie Rahab nicht nur einfach in ihrer Wohnung bleiben, sondern dass sie vielleicht nach Jericho hineingehen müssten. Keine Anleihen an Jericho. Keine Anleihen in diesem weltlichen Stadt. Wir müssen selbst etwas tun in unserem Gebet, weil sonst werden wir herum wie ein Blatt im Wind herumgeweht werden vor jeder falschen Lehre. Das Wort Gottes sagt, es kommt eine Zeit, da werden Christen weggeblasen vom falschen Wind der Lehre. 2. Timotheus 4, Vers 3. Es wird eine Zeit sein, dass sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen. Sie werden einfach die Lehrer hören, die ihrer Lust entsprechen. Das, was sie sowieso gerne tun möchten, das steht hier. Nach denen ihnen die Ohren jucken. Was sie gerne hören möchten, das hören sie sich an. Und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu Fabeln kehren. Aber schau mal da, wo das Band des Gebetes festgebunden ist. Da kann keine falschen Freunde die Kinder wegbringen. Da kann kein Abhängen und Chillen und einfach mal die Tür offen lassen für irgendwelche Einflüsse. Es wird nicht geschehen können. Da, wo dieses Band des Gebetes ist und festgebunden ist, da werden sie geschützt sein. Da wird Gott seine Gebete einlösen. Und das Wort Gottes sagt, wir haben etwas zu tun. Wenn ihr Eltern seid, ihr habt bei euren Kindern etwas zu tun. Bete das aus, binde das Wort Gottes fest. Sprich, egal wo du bist, über das, was Gott gefällt. Es gibt so viele, die denken, sie müssen sich der Welt anpassen. Und während sich der Welt anpassen, verlieren sie alles. Nicht nur das ewige Leben ihrer Familie, sondern ihr eigenes ewiges Leben. Deuteronomium 6, Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Sollst du deinen Kindern einschärfen, davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand. Und sollen dir ein Denkmal vor deinen Augen sein. Schau mal, in jedem Bereich, da wo du fährst, bindest fest, was Gott tun möchte, was seine Pläne sind, wenn du im Urlaub bist, wenn du arbeitest. Dieses Seil des Gebetes, dieses Seil, das festgebunden ist an den Türrahmen, dieses rote Seil steht für das Blut des Lammes und Blut Jesu, für seine Gnade, für seine Vergebung. Es hat mal jemand gesagt, ich habe lieber das Seil an meinem Fenster als 1 Million Dollar auf meiner Bank. Es gefällt mir. Ich habe lieber das Seil an meinem Fenster, das Blut des Lammes in meinem Leben, als 1 Million Dollar auf meiner Bank. So, das dritte Punkt, die dritte Lektion.
Dritte Lektion, du musst festbleiben, um das Fenster zu überwachen. Der erste Punkt ist, deine Vergangenheit ist nicht entscheidend. Das zweite ist, du musst etwas tun. Das dritte ist, du musst das Fenster bewachen. Ich glaube, ihr Lieben, dass dieses Fenster von der Rahab so wichtig war, dass es für nichts anderes mehr gebraucht werden konnte. Und dann sagte sie zu den Kindern, die sie um sich herum hatte, schaut mal, da ist dieses Seil. Und früher, da gingen sie über das Fenster raus und rein, da konnte man herrlich über die Dächer gehen. Und jetzt sagte sie, schaut mal, da ist dieses Seil. Und jetzt gibt es neue Regeln, Kinder. Und nicht nur für die Kinder, sondern für jeden Einzelnen, der in diesen Raum hineinkam. Und sagte, ihr klettert nie wieder durch dieses Fenster. Du musst festbleiben, um das Fenster zu bewachen. Und das heißt, du musst darüber wachen, wohin die Kinder gehen. Du musst darüber wachen, was sie machen. Du musst darüber wachen, was sie tun. Was kommt in das Haus? Nur so kannst du schützen, was in deinem Haus ist. Da sind wir nicht so gut drin, oder? Aber wir sind als Eltern Wächter über das, was in unser Haus kommt, was nicht hineinkommt. Und ich möchte dir mal eine Frage stellen. Und zwar die Frage an alle, die unter 20 sind. Kann ich mal eure Hände sehen? Seid ihr so müde oder wie ist das? Traut ihr nicht? Alle unter 20, kann ich mal eure Hände sehen? Okay. Also alle unter 20, wer möchte von euch in den Himmel kommen? Kann ich mal sehen? Wer möchte gerettet werden? Okay, sehr gut. Wenn ich jetzt mal Folgendes sagen würde, dann bringt doch mal alle eure Handys nach vorne und legt sie mal alle hier hin. Einen Augenblick, ich bin noch nicht fertig. Weil jetzt möchte ich eine Frage an alle, die über 20, an die Eltern sind. Wie viele Eltern möchten, dass eure Kinder in den Himmel kommen? Kann ich mal sehen? Okay. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ich werde das jetzt nicht machen hier. Aber ich würde euch jetzt nach vorne rufen und sagen, pass mal auf, dann guckt doch mal, was in den Handys eurer Kinder drin ist. Dann kommt doch mal nach vorne und schaut, was auf dem Handy eurer Kinder ist. Und da sagt der humanistisch geprägte, säkularisierte Deutsche, ouch. Und sagt, was ist denn mit meiner Privatsphäre? Wie kann das denn sein? Aber ihr Eltern, weil diese Botschaft geht an euch, nicht zuerst an die Kinder. Was lasst ihr alles in euer Haus? Was ist in deinem Haus? Was lässt du da hinein? Weil die Bedrohungen kommen nicht von außen, sondern, weißt du, Finsternis und Angriffe, die geschehen dort, wo du das in deinem Haus zulässt. Wir haben viele Gäste bei uns und wir führen ein sehr offenes Leben. Weißt du, da kann jeder Gast gerne kommen, der kann überall reinschauen bei uns. Jeder Gast kann auf meinen PC schauen, wenn er will. Wenn er Vergnügen hat, kann er auf mein Handy schauen. Weil ich bewache mein Fenster. Charlotte bewacht ihr Fenster. Wir müssen unser Fenster bewachen, ihr Lieben. Und da, wo wir unser Fenster nicht bewachen, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir den Segen Rahabs nicht empfangen. Der Herr möchte dir deine Familie geben. Gott möchte, dass deine Kinder gerettet werden. Gott möchte, dass deine Familie gerettet werden. Aber wie lebst du zu Hause? Also das ist der dritte Punkt. Wir müssen festbleiben, um unsere Fenster zu bewahren. Und dasselbe sage ich zu dir auch. Was hast du auf deinem Handy? Übrigens,
sage ich zu jedem, der ein Handy hat. Was siehst du da? Die Augen sind die Fenster zu unserer Seele, oder? Was lassen wir da hinein? Hier fast am Ende der Predigt. Aber weißt du, was mich wirklich getroffen hat, Barab? Mich hat getroffen, dass dieses Seil so eine Kraft hatte und so eine Power des Blutes des Lammes, dafür steht es ja, dass die ganze Familie, die dann Rahab um sich sammelte, sie kam in dieses Haus, in dieses ehemalige Bordell, sie kam, sammelten sich in Rahab und dann stürzte die Mauer Jerichos ein und das Volk Israel stürmten die ganze Stadt. Die ganze Familie wurde gerettet. Und wenn wir uns Matthäus 1 anschauen, dann sehen wir, die Rahab, die in der Sackgasse war, die keine Chance hatte, keine Zukunft, eine üble Vergangenheit, einfach nur, weil sie diese drei Schritte gegangen ist. Auf einmal sie gerettet wurde mit ihrer ganzen Familie. Ich möchte dir etwas sagen. Gott hat deine Familie auf seiner Agenda. Ganz gleich, wie es ist. Gott hat seine Kinder, deine Kinder auf seiner Agenda. Deine Eltern, deine Großeltern. Und nicht nur in 2 Monaten oder in 5 Monaten. Aber es hängt davon ab, wie du lebst. Es hängt davon ab, wie du in den nächsten Wochen lebst. Es hängt davon ab, wie du im Urlaub lebst. Ob du die Fenster bewachst oder nicht. Weil diese Fenster übrigens, nicht nur die Fenster in deiner Wohnung zu Hause, sondern die Fenster deiner Ferienwohnung, deines Ferienhauses. Es sind die Fenster dort, wo du bist, während des Urlaubs. Was kommt da hinein? Es sind deine Chill-Up-Zeiten und deine Ferienzeiten und deine Zeiten. Wer regiert da in deinem Haus, in deiner Wohnung? Ist dieses Seil befestigt, dieses Blut des Lammes? Diese Rahab gehört auf einmal zur Ahnengalerie Jesu. Sie war die Urgroßmutter von David, vom König David. Und wenn du Matthäus 1 dir anschaust und liest, dann siehst du, dass Rahab, die keine Jüdin war, in einer üblen Vergangenheit gehört zu den Urgroßeltern, Urgroßmüttern Jesu. Das ist unglaublich. Nur weil sie das Seil festband, weil das Fenster bewachte, weil sie ihre Familie um sich sammelte, weil sie sich von ihrer Vergangenheit nicht festbinden ließ. Erlebe, ich glaube, es ist Zeit zu beten. Wenn du hier bist und deine Vergangenheit hält dich fest, dann sollst du heute zu Jesus kommen. Das Blut des Lammes ist mächtig genug, dein Leben zu verändern. Und wenn du hier bist und du hast deine Familie aufgegeben, deinen Vater, deine Mutter, deine Geschwister, so vielen Gründen, sagst, es ist mir zu heavy, so schwierig, und du machst lieber Urlaub, als zu ihnen hinzugehen, ihnen zu dienen, zu segnen oder irgendwie sowas. Hey, was ist mit der 2., 3., 4. Meile zu gehen und zu segnen? Sie zu rufen, ihnen zu dienen. Aber ihr Lieben, das heißt auch, dass du festbleiben musst, dein Fenster bewachen musst. Das heißt nicht, dass du Kompromisse machst, dass du nach Jericho gehst, um dein Leben zu leben, sondern dass das Band des Blutes Jesu muss in deinem Leben zu erkennen sein. Jesus muss zu erkennen sein in deinem Leben. Wer Jesus ist und was er getan hat. Und das ist das Wort deines Zeugnisses. Das ist das Wort deines Mundes. Das ist das Statement deines Lebens. Ich rufe dich zu ihm und komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten. Halleluja. Lass uns einfach vor ihm stehen und während die Band spielt, vertraue ich darauf, dass Gottes Wort dein Herz getroffen hat.
Und dieses Wort Gottes, das ist das Wort, das dich verändert, dir neues Leben gibt. Ich danke dir, Herr, für die Macht deines Blutes. Oh, ich danke dir, Herr, dass du durch dein wunderbares Blut unsere Vergangenheit nicht festhält, sondern uns neues Leben gegeben hast. Ich danke dir, dass du mich zu einer neuen Kreatur gemacht hast. Neues Leben in dir gegeben hast. Hey, willst du das beten? Einfach mal an deinem Platz, dass du Jesus dankst dafür, für sein Blut, seine Vergebung, seine Gnade, was er dir gegeben hat. Und da, wo du wiedergeboren bist, neues Leben hast, du weißt, dass er dich gerettet und neues Leben gegeben hat. Da öffne doch da einfach deinen Mund und danke Jesus. Da danke ihn einfach an deinem Platz, an dem du bist und ehre ihn. Da ist der Platz, dass du ihm Danke sagen kannst. Und erst danke Jesus, dass wir wie Rahab durch unseren Glauben neues Leben haben in Jesus Christus. Halleluja, Halleluja.